Das ist doch wirklich nicht normal. So, meine Damen und Herren, wir gucken uns A Place for My Head an. In Tokio, kann das sein? Jedenfalls unfassbar krasser Live-Auftritt, den ich euch nicht vorenthalten will. Und deswegen viel Spaß bei A Place for My Head von Linkin Park. Das sieht doch einfach cool aus. Der richtige A Place for My Head Vibe ist schon mal da. Also wenn Joe Hahn kein cooler Typ ist, dann weiß ich es auch nicht. Das ist so ein brachialer Einstieg, ne? Die Drums, die kicken richtig rein. Ich habe hier einfach Gorillaz-Vibes. Diese Projektion, die sie da immer hatten bei den Live-Auftritten, das wirkt auch irgendwie so. Was das für ein Feeling sein muss. Das muss ja unglaublich geil sein. Das ist einfach so krass, wie Mike auf so einem Rockbeat rappt. Jeder, der schon mal gerappt hat, weiß, wie schwer das ist, ne? Und der meistert das, als würde es im Schlaf machen. A Walk in the Park ist es. I wanna be in the energy, not with the enemy. Das ist einfach so ein geiler Part. Das ist das geilste vom ganzen Song. Ne, natürlich, der Highlight ist, wenn die Crowd dann singt, Chester richtig durchdreht. Aber das ist krass, der Song hat so viele Highlights. Ne, ich möchte eigentlich gar nicht Pause drücken, weil das einfach so geil ist. Das klingt einfach so geil aggressiv. Ja.
da ist auch so ein geiler Effekt auf der Stimme. Das klingt einfach unfassbar gut. Das ist doch wirklich nicht normal. Also da bleibt mir echt die Spucke weg. Holy shit, Alter. What the fuck? Eine unfassbar geile Live-Version. A Place for My Head geht sowieso jedes Mal. Und das war wirklich krass. Danke fürs Zugucken, meine Freunde. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch einfach einen Kommentar da. Ein Like, ein Abo. Würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Passt auf euch auf. Peace.